Vlad hatte Vinnys tragikomische Existenz mit einem Knopfdruck beendet. Autsch. Armer Kerl. Armer Bastard. Sie fand mich, wo Vlad mich zurückgelassen hatte. In einer Blutlache auf ihrem Fußboden. Max, komm schon. Zeit aufzuwachen. Der Tod ist unausweichlich. Die Angst lässt uns auf Nummer sicher gehen. Blockt Emotionen ab. Das Spiel kann man nicht gewinnen. Ohne Leidenschaft ist man bereits tot. Alles eine Frage der Sichtweise. Gebunden an Zeit und Raum, Liebe und Freundschaft, Leben und Tod. Vlad hatte mich mit vorgehaltener Waffe zu Monas Apartment geführt. Hab's ihm Wodka und bei Vini immer knapp verfehlt. Alle guten Dinge sind drei. Den hier kriegen wir da nicht drauf. Der Kopf ist zu groß für die Tür. Lasst Vini in der Geisterbahn. Da gehört er hin. Ich komme in einer Minute zu ihm. Ironisch, nicht wahr? Was denn? Dass sie sich in den Killer verliebten, der für den Mann arbeitet, der ihre Familie töten ließ. Liebe ist blind. Alles ist subjektiv. Entscheidung, Antworten, gut und böse. Woden schickte dem Staatsanwalt die Projekt Valhalla-Akte, um ihn zu verschrecken. Ihre Familie hat den Preis gezahlt. Mona ist wie ich, nur auf der anderen Seite. Sie tötet die mit mir verbündeten Mitglieder des Bundes. Wie witzig. Ich hasse es, das zu tun. Aber Sie wissen ja, wie Sie sind. Sie würden nie aufgeben. Einstein hatte recht. Zeit ist für den Betrachter relativ. Wenn man in den Lauf einer Pistole blickt, verlangsamt sich die Zeit. Das ganze Leben spult sich ab. Narben und gebrochene Herzen. In diesen Sekundenbruchteilen kann man ein ganzes Leben leben. Nebenbei, ein Gentleman nimmt Beleidigungen seiner Lady nicht hin. Sie haben Winterson getötet. Im Traum war ich ein unsichtbarer Geist. Ich schwebte außerhalb meines Körpers. Detective Payne, der Boss ist schon hier. Er wartet drinnen auf Sie. Ich hoffe mal, Sie haben noch nicht gegessen. Das sieht ganz schön übel aus da drin.